Jeder auf seine Art. Nur Menschen sind nicht alle gleich. Du bist anders als ich. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir einen gemeinsamen Nenner finden können. Ich hatte vorhin in dem Video zum Thema Resilienz schon kurz angedeutet, wie wichtig es ist, dass wir gute Beziehungen pflegen. Und ich gehe mal davon aus und hoffe doch schwer, dass du nicht zu den Menschen gehörst, die sich komplett zurückgezogen haben und keinerlei Beziehungen mehr pflegen. Und selbst wenn dem so wäre, dann wäre das vielleicht ein Aufruf, dir bewusst zu machen, dass das ein ganz, ganz großer Fehler ist. Denn wir Menschen, unser emotionales Erleben besteht eben aus zwischenmenschlichen Beziehungen und Kontakten. Und wie gute Beziehungen entstehen, darüber hat sich ein Psychologe in den 80er Jahren Gedanken gemacht. Und zwar, es waren sogar zwei. Einmal Thomas Gordon, das ist das sogenannte Gordon-Modell, von dem ich jetzt hier gleich spreche. Und parallel zu ihm auch ein Studienkollege, ein gewisser Marshall B. Rosenberg. Marshall B. Rosenberg ist der Initiator der gewaltfreien Kommunikation. Thomas Gordon und das Gordon-Modell beschreibt eben die bedingungslose Kommunikation oder andersrum gesagt eben, wie gute Beziehungen entstehen. Werde dir bewusst, dass Authentizität, also offen und ehrlich und aufrichtig sein, Empathie, Einfühlungsvermögen, eine positive Einstellung gegenüber anderen Menschen und Gleichwertigkeit die Voraussetzung für ein gelingendes Miteinander sind. Ich greife diese Worte noch einmal auf, weil sie sind eben nicht selbstverständlich. Und auch wenn das Wort Authentizität mittlerweile ein Modewort für manche geworden ist, obwohl es nicht alle gerne aussprechen, weil man darüber auch gern stolpern kann, aber Tatsache ist, offen und ehrlich sein, authentisch sein, sich nicht verstellen, nicht Menschen zu belügen, sondern einfach zu sagen, okay, ich bin so und bitte akzeptiere mich so, wie ich bin. Einfühlungsvermögen zu zeigen, den anderen Menschen auch verstehen zu wollen. Das heißt, klar zu machen, ich würde dich so gern verstehen, kannst du mir vielleicht helfen? Und eine grundsätzlich eben positive Einstellung gegenüber dem anderen Menschen zu haben und in dieser positiven Einstellung eben keine Vorurteile, ja sogar das Gefühl der Gleichwertigkeit zu haben, auf einer Augenhöhe zu stehen. Das ist eben die gerade eben schon beschriebene Grundhaltung. Und um das zu kommunizieren, hat Thomas Gordon zwei, ich sag mal, anwendbare, aber nicht selbstverständliche Methoden geschaffen. Einmal den Begriff der Ich-Botschaft. Und um das aber vorweg mit der Du-Botschaft aufzuzeigen, die Du-Botschaft ist der klassische Weg, den wir heute fast alle gehen. Da hat jemand irgendwo Unordnung gemacht, sprechen wir vom Familienleben. Du hast schon wieder dein Zimmer nicht aufgeräumt. Kannst du endlich mal das und das machen? Du-Botschaften, Du-Botschaften, Du-Botschaften. Das sind nichts anderes als wie autoritäre Befehle, immer nur du und immer nur du. Was würde sich ändern, wenn ich meinen Kindern gegenüber, wenn ich meiner Partnerin oder meinem Partner gegenüber, wenn ich meinen Mitmenschen gegenüber mit einer Ich-Botschaft komme? Und zwar nach Thomas Gordon einer sogenannten dreiteiligen Ich-Botschaft. Und was heißt das genau? Ich beschuldige nicht, sondern ich gebe dem anderen die Möglichkeit, mir einen Wunsch zu erfüllen, ohne dass ich eine Bedingung stelle. Genauer ausgedrückt, dreiteilige Ich-Botschaft bedeutet, und die Reihenfolge ist letztendlich eigentlich nebensächlich, ich habe ein ganz bestimmtes Gefühl, eine bestimmte emotionale Wahrnehmung, ich leide vielleicht etwas, ich habe Angst vor etwas. Wir sprechen jetzt bewusst von den zu verändernden Ich-Botschaften. Ich kann natürlich genauso gut eine positive Empfindung haben und Freude ausdrücken, aber zunächst geht es ja um Veränderungswünsche. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass dir etwas passiert. Jetzt
den Fakt zu beschreiben, wenn du jetzt ohne Helm mit dem Fahrrad fährst. Und daraus die Konsequenzen dann abzuleiten, denn meine Sorge ist, dass in irgendeiner Form du dich verletzt und dann am Kopf entsprechend verletzt bist und, und. Also die dreiteilige Ich-Botschaft bezieht sich immer einmal auf den Sachverhalt, zum anderen auf die Gefühle, die Sorgen, die dahinter stecken und eben damit verbunden eben diesen Wunsch, sei doch so lieb und setz den Helm auf. Ich denke, wenn man das richtig formuliert, wenn man das auch übt, dann wird das gelingen und wird das vis-à-vis, in diesem Fall wäre es vielleicht ein Kind, es verstehen, was die Mutter oder der Vater hier sagt. Wenn das Kind das nicht versteht oder der Partner oder eben der andere Mensch, er nicht darauf eingeht, dann kann man auf aktives Zuhören umschalten. Aktives Zuhören bedeutet, dass ich dem anderen das Gefühl gebe, dass ich ihn akzeptiere. Und erst wenn er spürt, dass ich ihn akzeptiere, so wie er ist, er vielleicht auch bereit ist, etwas zu verändern. In der Praxis gibt es einen sogenannten Türöffner. Wenn die dreiteilige Ich-Botschaft nicht gefruchtet hat, keine Resonanz darauf entsteht, dann kann ich eine Frage stellen. Hast du denn gar keine Angst, dass du mal vom Fahrrad fällst und dann auf den Kopf fällst und blutest und dann möglicherweise und so weiter? Darauf wird das Kind, darauf wird der andere Mensch antworten. Und entweder er antwortet hier bereits in dieser Hinsicht einsichtig und sagt, ja, du hast ja recht, also ich setze einen Helm auf. Oder er ist, was natürlich auch passieren kann, diesbezüglich absolut nicht belehrbar. Nee, ich brauche keinen Fahrradhelm, das will ich nicht. Dann kann man tiefer gehen. Dann kann man die Frage stellen, warum willst du denn eigentlich keinen Fahrradhelm? Ach, das schaut doch doof aus, ist die Antwort. Und so kann man aber versuchen, auf eine ganz liebevolle Art dem anderen verstehen zu lassen, dass man sich Sorgen macht und dass man eben nur das Beste will. Und man kann ja auch dieses Verständnis ausdrücken. Ja, ich weiß ja, das sieht ein bisschen doof aus, so ein Fahrradhelm. Aber du wirst mir doch recht geben, noch schlimmer würde es aussehen, wenn du auf den Kopf fällst und hättest entsprechend eine dicke Beule. Ja, das ist ein Teil des Gordon-Modells. Es ist längst nicht alles, aber es ist zumindest einmal der Einstieg. An einem anderen Beispiel, das Gordon-Modell nochmal klar zu machen, das ist die Konfliktlösung. Bedingungslose Kommunikation, ich erinnere nochmal an Marshall B. Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation im Konfliktfall. Und das Modell der bedingungslosen Kommunikation aus der Familienkonferenz nach Thomas Gordon ist letztendlich, dass man versucht, ein Verhalten zunächst entsprechend zu beschreiben, wie das mit der Ich-Botschaft gerade schon vorgestellt ist. Dann, wenn es notwendig ist, über aktives Zuhören dem anderen entsprechend versucht, klar zu machen, um was es eigentlich geht, ihn aber auch besser zu verstehen. Und dann gemeinsam, und ich betone nochmal gemeinsam, nach einer Lösung zu suchen. Eine Lösung, die eben entsprechend dann bei Nachdenken passt. Sie muss realistisch sein, sie muss umsetzbar sein, diese Lösung. Und sie muss dann eben auch stattfinden, das heißt ins Handeln zu kommen. Ja, wenn man auf diesem Wege Probleme löst, ich kann jetzt an der Stelle vielleicht noch ein Beispiel geben, zur Problemlösung nach diesem Modell, dann wäre das eben zum Beispiel, bleiben wir bei der Eltern-Kind-Beziehung, man kommt nach Hause, der Saustall in der Küche, die Mutter kommt nach Hause, der Vater kommt nach Hause von der Arbeit, die Kinder haben zu Hause entsprechend, ich sag mal, wild gelebt und haben nicht aufgeräumt. Zunächst die Ich-Botschaft, die da eben noch einmal ganz klar zum Ausdruck bringt, weißt du, was das für mich jetzt bedeutet? Ich bin total kaputt und müde und komme jetzt hier nach Hause und freue mich jetzt auf dem Abendessen. Jetzt muss ich erstmal die Küche aufräumen, weil ihr sie heute Mittag nicht aufgeräumt habt. Und ich habe Angst, denn um 7:45 kriegen wir Besuch und ich wäre so schnell gar nicht fertig. Kannst du mir helfen? Dann durch aktives Zuhören mit dem Kind zu einem Nenner zu kommen und zu sagen, okay,
Mama, entschuldige, ich habe es vergessen. Oder ich hatte eben auch keine Zeit, ich musste noch meine Hausaufgaben machen oder eine Freundin kam vorbei und so weiter. Und dann eben gemeinsam zu überlegen, wie könnten wir es das lösen, dass wir die Küche innerhalb von einer halben Stunde aufgeräumt bekommen. Ein eben kurzes Brainstorming zu machen, eine Entscheidung zu treffen. Okay, du räumst jetzt hier die Sachen in den Kühlschrank, ich pack das Geschirr in die Geschirrmaschine, in die Spülmaschine. Du räumst und wischst den Abend, den machst den Tisch sauber und ich decke dann den neuen Tisch fürs Abendessen. Also einen gemeinsamen Weg finden, der zum Schluss eine Win-Win-Situation darstellt und man sagt, okay Mama, wir haben es zusammen geschafft, danke nochmal. Ja, ich hoffe, das ist auf diesem Wege kurz rüberzubringen, was hinter diesem Gordon-Modell und dem Thema die Familienkonferenz steckt. Es ist im übertragenen Sinne, aber auch im Berufsleben, auch im Umgang mit Mitarbeitern möglich. Also es gibt so viele Ansätze, auch hier ist es letztendlich aber notwendig, natürlich auf das jeweilige Bedürfnis, sprich auf die Thematik einzugehen. Gute Beziehungen werden entstehen und werden dir gut tun. Glaub mir das. Zunächst also vielen Dank, dass du dir auch dieses Video angesehen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Kraft bei all den Dingen, die du noch vor dir hast. Bis zum nächsten Video. Auch hier wieder meine Bitte abschließend. Wenn du Kommentare reinschreiben willst, schreib mir was rein. Wenn du Fragen stellst, stell mir Fragen. Ich werde sie dir beantworten. Und nicht zuletzt, nicht vergessen, like it. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, das war der Walter.